Einen wunderschönen guten Tag hier aus München. Wie angekündigt, mein Gast heute wieder, Harald Lesch. Ich grüße Sie, Herr Lesch. Hallo. Wir wollten uns heute nicht über Verschwörungen unterhalten. Auf keinen Fall. Also Verschwörung, das Thema Verschwörung darüber, weil dann würden wir nämlich mit zur Verschwörung gehören und die ganz große Verschwörung, die kriegen wir ja dann sowieso nicht in der Viertelstunde unter und deswegen würde ich sagen, wir verschwören uns jetzt und reden nicht über Verschwörung. Sie machen aber jetzt was über Weltuntergang im Dezember, oder? ja, aber eigentlich nur als Trainingsplatz der Vernunft. Also nur, dass man mal sagen kann, okay, jetzt nehmen wir das mal ernst, wenn das so wäre, wie die Weltuntergangspropheten das so meinen, was würde denn das bedeuten, vor allen Dingen für die Vergangenheit? Und ich will nicht zu viel verraten, ich werde zusammen mit Christoph Süß, der ja beim BR, den der ist fantastisch. Genau, und Christoph und ich werden das gemeinsam moderieren und es wird für uns beide auf jeden Fall ein großes Vergnügen sein, uns über dieses Thema herzumachen, seriös, quer, Wissenschaft. Aber warum erreichen denn Leute mit diesen Endzeitszenarien mehr Leute im Moment als früher? Ja, weil sie erstmal erreichbar sind. Früher waren gar nicht so viele erreichbar. Stichwort Internet, das ist einfach ein sehr hysterisches Medium, was sehr schnell in Hysterie versetzt werden kann. Und der Untergang war schon immer ein Thema. Also es gab ja schon immer Weltuntergangsszenarien, nur hat man das früher gar nicht so erfahren. Heute erfährt man ja den ganzen Kram. Und dann fühlen sich viele eben bestätigt in ihren, sagen wir, in ihren eigenen Visionen, womit wir ja dann schon fast bei dem Thema sind, über das wir wirklich reden wollten, wenn ich das mal so sagen darf, unter uns. Wir haben natürlich vorher schon mal darüber geredet, über was wir reden werden, deswegen sage ich das jetzt. Und das heißt, die Angst davor, dass wirklich die ganze Welt verschwinden könnte, hat natürlich auch was damit zu tun, dass ständig von Krise geredet wird. Es gibt ja ständig Krisen und die schlimmste Krise ist halt, wenn die Krise in eine Krise kommt und dann nimmt man am Ende die Oberkrise und das ist der Weltuntergang. Das ist die Superkrise, Mutter aller Krisen. Naja, wir haben eine irritierende Situation zwischen Türkei, Syrien, Israel, Palästina. Das ist die eine Ecke. Ja, dann haben wir die Wirtschaftsstörung auf der anderen Seite. Mhm. Wir haben die Wertekrise. Wir haben vernünftige evangelikale Christen in den USA. Und also es ist doch eine irre Zeit auch, oder? Ja, aber das ist ja immer so. Also es gibt immer irgendwelche Irren, die diese Zeiten dann jeweils besonders irre machen. Ich denke, was den Nahen Osten betrifft, das ist eine fast ausweglose Situation, wenn es nicht endlich Menschen gibt in allen beteiligten Ländern, die sich an einen Tisch setzen und zunächst einmal schlicht und ergreifend sagen, Hände hoch, ich bin nicht euer Feind. Ich habe keine Waffen an Bord. Ich will einfach mal mit euch reden. Wir müssen mal darüber reden, wie wir in Zukunft hier miteinander gedeihlich auskommen können. Solange natürlich die einen bomben und die anderen bomben und, so, und wenn wirklich immer nur die Waffen sprechen und nicht die Worte, dann wird es da ewig hilflos zugehen. Ich meine, das, was wir sehen, ist ja die Hilflosigkeit der Hamas, wir sehen die Hilflosigkeit der Israelis, wir sehen überall nur Hilflosigkeit und die internationale Community ist ebenfalls hilflos und das Ganze macht so den Eindruck wie vom Ersten Weltkrieg. Ja, wir wollen es zwar nicht, aber wir machen halt so lange weiter, bis keine Raketen mehr da sind oder was. Und ich versuche jetzt die Überleitung. Ja, okay. Wenn wir da hingucken, nach oben gucken, in so verantwortungsvolle Personen, die in Regierungen führen und so weiter, und wenn wir da Ohnmacht erleben oder Hilflosigkeit erleben, können wir nach unten gucken zum Nachwuchs. Ich will heute mit Ihnen über Perlen reden. Ja. Also Perlen, das heißt tatsächlich junge Menschen schon ab 10 Jahren bis 30 Jahre. Mhm. Ist da eine Chance für die Zukunft? Na klar, also das ist ja eine urchristliche Vorstellung, dass es jemanden geben kann, eine Person, nur eine Person, und dass sie den Ausschlag gibt, dass sie den Unterschied macht zwischen der Zukunft, die schlecht wird, und der Zukunft, die gut wird. Also jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist im Grunde genommen die große Hoffnung, dass es besser wird. Und wenn wir jetzt mal unsere eigene Zukunft so betrachten, dann gibt es natürlich so eine Reihe von Krisenherden, die brauchen wir gar nicht zu benennen. Und man sieht aber auch, dass das Ganze tatsächlich ein systemisches Problem ist. Also dieses kapitalistische System wäre ja zum Beispiel in der Lage, selbst die Demonstrationen gegen das kapitalistische System zu verwenden, um daraus wieder Geld zu machen. Also man muss zum Beispiel Miete bezahlen für irgendeinen Platz, muss man das Geld reinkriegen, also verkauft man T-Shirts und Tassen, auf denen dann der jeweilige Protestslogan drauf ist. Also das scheint ja offenbar ein tatsächliches Problem zu sein, dass wir so einen abstrakten Begriff wie Geld eben für alles Mögliche verwenden. Und was wir sehen, sind vor allen Dingen Probleme damit, dass wir alles ökonomisieren und alles in Zahlen verwandeln. Ich glaube, die Helden der Zukunft werden diejenigen sein, die aus der Quantitätswelt eine Qualitätswelt machen. Die feststellen, dass man manche Dinge, die unser Leben ausmachen, gar nicht messen kann. Dass man sie erfahren muss, dass man wirklich
dass man eben tatsächlich nicht alles zählen kann und in irgendwelchen Rankings dann darstellen kann. Die Helden der Zukunft werden welche sein, die dem Begriff Wettbewerb nicht so eine große Bedeutung geben werden, sondern mehr dem Begriff der Kooperation. Die Helden der Zukunft werden Menschen sein, die anfangen werden, auch mal ganz schräge Dinge zu tun, von denen sie aber fest überzeugt sind. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie der Junge heißt, der dafür verantwortlich ist, dass überall auf der Welt Bäume gepflanzt werden. Den treffe ich morgen. Ja, groß, also ganz große, großartig machen, machen, machen. Von dieser Sorte, da brauchen wir mehr. Mehr Bäumepflanzer. Und gerade, um nochmal auf den, wenn ich den Schlenker machen darf, Luther hat ja mal so wunderbar gesagt, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch an Apfelbäumen pflanzen. Genau das ist es. Leute, die eben nicht aufhören, die Konfliktbewältigungsstrategien haben, aber auch die Bereitschaft, mit einer gewissen Hartnäckigkeit ihre Ziele zu verfolgen und dabei eben die anderen nicht aus den Augen verlieren. Das sind für mich diejenigen, die, das waren schon die Helden in der Vergangenheit und diese Eigenschaften werden auch in der Zukunft ganz wichtig sein. Wenn Sie auf sowas stehen, ja. Sie haben ja das große Glück, viele andere Professoren natürlich auch, dass Sie jedes Jahr tolle, neue, junge Menschen kennenlernen. Ja. Jetzt überlegen Sie doch mal, ob in den letzten 10 Jahren einige Perlen dabei waren, die, auf die wir alle setzen können. Ohne Zweifel, na klar, sicher. Längst, also das sind Perlen dabei, die inzwischen eigene Betriebe gegründet haben und diese Betriebe führen nach ethischen Grundsätzen. Die also nicht jeden Auftrag annehmen, sondern sich vorher überlegen, ist das, was da gemacht werden soll, das, wo wir dahinter stehen können. Ein Softwareunternehmen zum Beispiel, das eben nicht für jedermann Software entwickelt, sondern sich genau überlegt, was sie tun wollen, die auch ganz, ganz gezielt und ganz bewusst auf Einkommen verzichten dafür, weil sie sagen, uns sind unsere Werte wichtiger als die Einkommenswerte, die daraus abzuleiten werden, wenn wir irgendeinen Auftrag oder sowas annehmen. Wenn wir uns verschwören würden, ja, gemeinsam wacher durch die Welt zu gehen und ja, die Perlen zu erkennen und uns gegenseitig zu unterstützen und vor ja, allem zu informieren, dass wir die Perlen unterstützen. Ja. Wie jetzt beim Felix Finkbein, ja, dass wir uns heute verschwören, auch einen Baum zu pflanzen. Ja. Wie erkennt man die? Was sind die Eigenschaften von Perlen? Also zunächst einmal, dass sie selber sehr aufmerksam sind. Dass es keine Leute sind, die praktisch so mit solchen Scheuklappen durchs Leben gehen, sondern die nicht nur an dem interessiert sind, also unter dem Leitfaden, unter dem man sich getroffen hat, also jemand, der bei mir Physik oder Philosophie studiert, sondern jemand, der noch was anderes macht. Der auch nicht bereit ist, sein ganzes Leben nur für diese eine einzige Sache, also jetzt studieren, bis der Arzt kommt oder sowas. Jemand, der kritisch ist, der vor allen Dingen über das hinausdenkt, was systemisch mit ihm passiert, sondern der sich dann auch nochmal überlegt, wenn wir das machen, wenn wir irgendwas anstellen, welche Konsequenzen hatten das auch noch in ganz anderen Bereichen. Also einfach Offenheit, Lebenslust, Freundlichkeit, also Leute, mit denen sich leben lässt, das sind für mich eigentlich die Perlen. Menschen, die, ich will nicht sagen, ein Dauerschmunzel im Gesicht haben, aber wo man sich, auf die man sich freut, weil sie was Originelles zu erzählen haben, weil sie sich vor allen Dingen interessieren, weil sie auch informiert sind, das sind für mich diejenigen, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite. Und das sind nicht unbedingt die sogenannten Superstudenten, die also jenseits von Gut und Böse alles wissen, aber es sind diejenigen, die für mich einen ganz, ganz, ganz starken menschlichen Faktor beinhalten und nicht nur irgendwie so Funktionseinheiten sind. Das sind für mich die Perlen. Menschen eben. Ja. Was kommen auf die für Aufgaben zu? Ja, also, das ist jetzt eine sauschwere Frage. Also eine der größten Herausforderungen der Zukunft ist, diese Überverwaltung, die wir in allen möglichen Bereichen haben, ein bisschen zurückzufahren. Also was wir ja heutzutage vor allen Dingen erleben, sind, es gibt eine ganze Reihe von Entscheidern, die aus rein formalen Gründen entscheiden und nicht aus inhaltlichen Gründen. Also die haben dann keine Ahnung von der Sache, entscheiden aber aus irgendwelchen formalen Gründen pro oder contra. Und das wird meiner Ansicht nach viel zu sehr, also das ist viel zu stark. Die Zukunft wird darauf hinauslaufen, inhaltliche Fragen zu lösen. Also man kann es ja mal benennen. Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind keine formalen Fragen, sondern das sind inhaltliche Fragen. Energiewende ist eine inhaltliche Frage und keine formalen. Ressourcenendlichkeit, das heißt, hier hat man eine ganz klare technologische und naturwissenschaftliche Problemstellungen, die kann man nicht mit einem juristischen Trick beantworten und lösen, sondern da muss was gemacht werden. Das heißt, die Menschen der Zukunft müssen noch viel stärker Macher sein, als wir das heute sind. Macher im Sinne von Handwerker, also wirklich jemand, der was macht und nicht irgendwo im virtuellen Raum zum Beispiel mit Geldströmen arbeitet. Ja. Was können wir tun, dass die da landen, wo wir sie brauchen und nicht bei Nestle oder Monsanto?
Das weiß ich nicht. Also, ich stelle solche Fragen, weil ich auch glaube, dass sie auch ein bisschen noch Perle sind. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass zum Beispiel die Bedingungen, unter denen an Universitäten, aber vor allen Dingen in Schulen und Universitäten unterrichtet wird, die müssen viel, viel besser werden. Also die wirkliche Motivation, etwas zu tun, was nicht unmittelbar mit Geld zusammenhängt, ist ein innerer Antrieb, der mit Idealismus, primärer Motivation und so weiter beschrieben wird. Und der hängt ganz stark davon ab, unter welchen Bedingungen man lebt und arbeitet und dieser Motivation nachgehen kann. Und wenn alles immer nur nach Schulnoten geht oder nach Noten, auch jetzt bei Bachelor- und Masterstudiengängen ist es ja genauso, dann haben wir wieder diesen Quantitätsaspekt, dass wir nämlich in Zahlen argumentieren und nicht in Qualität. Und ich denke, es ist ganz wichtig für die, dass sie an Universitäten wohl aufgehoben sind, dass sie auch gerne aufgenommen werden, dass sie Arbeitsbedingungen, Studierbedingungen finden, die einfach gut sind und dass sie nicht nach 3 Wochen im ersten Semester schon olympische Gesichter haben um jedes Auge 5 Ringe, sondern wirklich, dass sie dabei bleiben und dass sie voller Lust in diese Einrichtungen kommen, weil das sind die intellektuellen Landschaften, in denen sie ihre Vernunft trainieren können und aus denen vielleicht mal Leute rauskommen können, die tatsächlich zündende Ideen haben und die die Zukunft so verändern, wie wir es alle hoffen. Zum Schluss noch die Frage, wie kann das Medium Internet, wir wissen ja alle noch gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also ich glaube, es weiß kein einziger Mensch. Ja, keine Ahnung, ja. Wie können wir dieses Instrument uns dienlich machen? Wir haben es ja beim Geld nicht geschafft, es uns dienen zu lassen. Ja, im Gegenteil, da haben wir es ja genau umgekehrt gemacht. Da ist es ja. Also was das große Problem beim Internet ist, seine unglaublich hohe Informationsgeschwindigkeit. Während wir beide uns unterhalten über Schallgeschwindigkeit, das sind 330 Meter pro Sekunde, das Internet arbeitet mit annähernd Lichtgeschwindigkeit und ist damit zunächst einmal per Definition ein unmenschliches Medium. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir normalerweise unserer Anschauung gemäß in irgendeiner Art und Weise einschätzen können. Das heißt, es wird für alle Beteiligten, solange die Geschwindigkeiten so hoch sind und die Möglichkeiten praktisch nur ein Klick weit weg von irgendeinem virtuellen Planeten zu sein, wird es für jeden Menschen praktisch unmöglich sein, sich diesem Zug zu entziehen. Und das bedeutet zum anderen, dass man praktisch direkt anfangen muss, so früh wie möglich Kindern, Jugendlichen zu erklären, was das ist. Und manchmal muss man auch echte Schutzmaßnahmen einbauen, Deiche, Wälle, Firewalls, dass eben nicht jeder Bereich des Internets für jede Person in jedem Alter praktisch erreichbar sein kann. Das bedeutet für die Eltern eine große Verantwortung, also da wirklich zu gucken, was passiert da, dass man die Kids nicht alleine mit diesem riesigen Planeten alleine lässt. Sie würden ihre Kinder ja auch nicht einfach so in einem fremden Land auf die Straße stellen und sagen, sieh mal zu, wie du nach Hause kommst. Und das ist nämlich genau das, was im Internet passiert. Ja, da kann jemand praktisch über seine Tastatur auf einmal irgendwo im Netz landen. Und gedanklich kommt er da gar nicht mehr zurück. Das heißt, man muss wirklich sehr aufpassen und man muss eine Auswahl treffen. Also ich zum Beispiel, wenn ich meinen Studenten Aufgaben gebe, dann kriegen die von mir eine klare Liste von Quellen, die sie benutzen dürfen und solchen, die sie, und das sind die einzigen, die sie benutzen dürfen. Das klingt jetzt ein bisschen autoritär, hat aber den großen Vorteil, dass mein Vertrauensniveau, was ich in so eine Quelle reinlege, ist schon sehr hoch und dann weiß ich auch, dass das, was die Studenten mir präsentieren, wenn sie nicht geschummelt haben, eben auch absolut seriös und vertrauenswürdig ist. Insgesamt ist es natürlich so, dass das Internet aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aber auch die Möglichkeit gibt, Menschen sehr schnell in Kontakt zu bringen. Aber auch da wäre ich wieder vorsichtig. Normalerweise lernt man sich langsam kennen. Man sieht sich einmal, und dann hat man mal ein Gespräch, man sieht sich vielleicht nochmal, aber es ist ein langsamer Prozess. Diese schnelle Vernetzung über das Internet ist nicht kennenlernen in dem Sinne, wie man jemanden kennenlernt, dem man gegenüber sitzt. Das heißt, auch da sollte man sich keine Hoffnungen hingeben oder sollte das nicht zu naiv betrachten, nur weil jemand irgendwie I like it angestrichen hat, ist er gleich ein Freund. Der Begriff des Freundes wird mir zu schnell verwendet und ich glaube, man sollte sehr viel vorsichtiger sein und sollte im Grunde genommen sowas machen wie auch eine internetfreie Zeit am Tag. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir so tatsächlich so eine ganz alte Regel eingeführt, E-Mails morgens und nachmittags. So wie man in einem Betrieb arbeitete, als es noch kein Internet gab, gab es einen Postboten, der brachte morgens die Post und vielleicht nachmittags nochmal die Post. Und ich bin nicht mehr ständig online. Ich bin dann auch nicht mehr zu erreichen, aber da ich keine Herzverpflanzung mache, kann ich mir das auch leisten. Vielen herzlichen Dank. War mein Vergnügen. Und ich hoffe wieder bis bald. Ja, genau. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast wieder in München ist Professor
Captain Ahab, Hans-Werner Sinn. Bis zum nächsten Mal.